Das Recht, Zeugen zu befragen, gehört zu den wichtigsten Rechten eines Beschuldigten in einem Strafverfahren. Er kann Widersprüche in den Aussagen herausarbeiten, er kann die Glaubwürdigkeit der Zeugen erschüttern und sich so verteidigen. Dieses Recht ist so wichtig, dass es in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention als Teil des Rechts auf ein faires Verfahren verankert ist. Was aber, wenn ein Beschuldigter einmal nicht die Möglichkeit hat, Belastungszeugen zu befragen? Mit dieser Frage hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall Chachachvili gegen die Bundesrepublik Deutschland auseinandergesetzt. Dabei ging es um einen Mann, dem zur Last gelegt wurde, gemeinsam mit einem Mittäter zwei lettische Prostituierte in deren Wohnung überfallen und beraubt zu haben. Kurz nach der Tat haben die beiden Zeuginnen eine Aussage gegenüber der Polizei gemacht. Und etwas später sind sie dann noch einmal von einem Ermittlungsrichter vernommen worden. Bei diesen Aussagen war der Beschuldigte nicht anwesend. Es kam zur Hauptverhandlung und das Landgericht hat die beiden Opfer als Zeuginnen in der Hauptverhandlung geladen. Sie haben sich aber geweigert, nach Deutschland zurückzukehren und eine Aussage zu machen. Das Landgericht hat deshalb zuerst versucht, eine Videovernehmung zu organisieren oder eine Aussage gegenüber einem Richter in Lettland. Auch da haben sich die beiden Zeuginnen aber geweigert, mitzuwirken. Deshalb hat das Landgericht in der Hauptverhandlung die Polizeibeamten, gegenüber denen die Zeugen seinerzeit die Aussage gemacht hatten, und den Ermittlungsrichter als Zeugen vernommen. Und die haben wiedergegeben, was die Zeuginnen ihnen seinerzeit in ihrer Aussage erzählt haben. Darauf hat das Landgericht dann ganz wesentlich sein Urteil gestützt. Und es hat den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von 9,5 Jahren verurteilt. Der Mann ist zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und hat gesagt, mein Recht auf ein faires Verfahren ist verletzt, denn ich hatte nicht die Möglichkeit, Belastungszeugen gegen mich zu befragen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, es ist ein wichtiger Grundsatz des fairen Verfahrens, dass Angeklagte die Möglichkeit haben, Belastungszeugen zu befragen. Dieser Grundsatz gilt aber nicht ohne Ausnahme. Und dafür, ob eine Ausnahme gerechtfertigt ist, gibt es drei Kriterien. Erstens, gab es gute Gründe dafür, dass der Zeuge nicht in der Hauptverhandlung aussagen konnte. Und da hat der Gerichtshof gesagt, das Landgericht hat alles in seiner Macht Stehende getan, um die Zeuginnen in die Hauptverhandlung zu holen. Sie haben sich geweigert. Weitere Möglichkeiten hatte das Landgericht nicht. Deshalb gab es in diesem Falle gute Gründe dafür, dass die Aussage nicht in der Hauptverhandlung gemacht wurde. Zweites Kriterium, war die Aussage eine wesentliche Grundlage der Verurteilung? Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, ja, in diesem Fall hat sich das Landgericht ganz wesentlich auf das gestützt, was nach Aussagen der Ermittlungsbeamten und des Ermittlungsrichters die Zeuginnen bekundet hatten. Und schließlich das dritte Kriterium. Gab es für die Beschränkung der Verteidigungsmöglichkeit, die darin besteht, dass der Beschuldigte die Zeuginnen nicht befragen konnte, eine hinreichende Kompensation? Gab es also Mechanismen, durch die dieser Nachteil wieder ausgeglichen worden ist? Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, nein, die gab es nicht. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, dem Mann bereits im Ermittlungsverfahren, als die Zeuginnen gegenüber dem Ermittlungsrichter die Aussage gemacht haben, einen Verteidiger zur Seite zu stellen. Der hätte dann an der Vernehmung teilnehmen können und im Auftrag oder in Vertretung des Beschuldigten Fragen stellen können. Von dieser Möglichkeit ist kein Gebrauch gemacht worden. Es gab also keine hinreichende Kompensation für die Benachteiligung. Deshalb hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung
des Rechts auf ein faires Verfahren festgestellt.